Hat irgendwie am Dschungel, weißt du? Also ich ertränke mich jetzt drin. Ich will aber auch. Lass es, ich will auch. Ich renn dir entgegen. Ah, was machst ich du denn? Schaffe es hier lebendig rauszukommen. Also was ist denn das für ein Übergang? Sofort hier gleich wieder Hardcore Da Corruption. Ist das Ufer! Nein! Oh, du Vergesslicher, ey, du. Unglaublich. Oh Gott. Kann das so vergesslich sein? Tut mir leid. Ich glaube, ich bringe mich jetzt auch auf stylische Art und Weise. Das ist aber auch episch gestaltet. So. Opfer. Opfer, du hast dich hier ertränkt, weil du dich nicht getraut hast, runterzuspringen, Feigling. Feigling. Gibt's ja nicht. Jetzt mach die Kiste auf. Jo, Geralt. Kiste habe ich jetzt reingelegt hier. Ah, ich hab noch mehr von den Ohren. Jetzt mach mal. Nee. Das ist eine super stylische Ebene. Das ist die super mega styler Ebene, hab ich gehört. Oh yeah. Aha, ich muss Waren herstellen. Wir gehen doch irgendwo hier unten so. Gehans und. Die Styler-Ebene. Mit den Besten. Die Besten, die Besten, die Besten. Von Bastian. Von Sebastian Bach. Jetzt hab ich Lust auf Bastian bekommen. Haben wir keinen Ofen? Doch, direkt in der Mitte hier. Ach, der! Ja, den habe ich natürlich gesehen. Ich meinte eigentlich, Adamantit Forge, ja. Genau. Nein! War die Crafting... Oh! Ja! Double Crafting Box! Ja! Sinnvoll! Also, ich muss schon sagen... Das sah doch genauso also, aus. Du bist der beste, Hausdesigner, also... Sonst Architekt werden. Ich verlange ja auch sehr viel Geld dafür. Echt? Ja. Ach, auch noch ein Grabstein. Für wen ist denn das? Dieses Grabsteinzimmer. Ach, das, ja, das ja, muss da ich ist auch. Das, nur weil ich das. Nein, ich hab schon wieder eine Workbench gemacht, Alter. Hast du gemacht, Madpatch? Jetzt hab ich kein Holz mehr, weil mir nicht so viele Workbenches gemacht hab. Ah ja, stimmt, genau dich wollte ich. Shop. Purification Powder! Das heißt, 53 Purification Powder. Ich kauf mir für 20 Gold eine Dirtwand, oder? Da ist doch nichts dagegen. Was hast du mir jetzt gegeben? Tolle Sache. Ah, danke, danke, ey, danke. Boah, geil. Den Rest verkaufe ich. Tschüss. Ich kauf jetzt, ey, ich wollte Crossseeds für dich kaufen. Okay, warte, ich muss dir auch was geben. Was ganz cooles. Guck mal. Guck mal. Ah, denkst du, dass ich das nehme? Und guck mal, hier habe ich noch was. Ich will jetzt einen korrupten Vogel, komm her. Vogel! Vogel! Ich verteile das jetzt hier alles so, damit du das dann einsammelst später. Ich will diesen Vogel korrupt machen. Vogel. You failed. Ich, andere Richtung laufen. Nö, ich will diesen Vogel korrupt machen. Wir lassen die anderen Richtung den Vogel kaputt. Krieger. Das ist voll die epische Verfolgungsjagd. Ja, so blöde, da kann ich ihn treffen. Das ist seine einzige Schwäche. Ja, da ist er ist in der Ecke. Irgendwie wird er nicht korrupt, auch wenn ich noch ganz viel drauf streue. Dann trinke ich lieber mal was so. Voll episch in der Aufnahme drin. Ach, mit Webcam? Nee. Das sieht man so epic in Slow Motion. Wasser trinken in Extreme! Jetzt mal professionell in der Aufnahme AFK gehen, wenn wir es zu trinken holen, dann auch professionell in der AFK-Aufnahme trinken. Oh, hey. In der AFK-Aufnahme? Mhm. Das wäre auch richtig episch. Eine Stunde AFK. Oh yeah. Nee. Das nehme ich heute auf. Eine Stunde AFK sein. In welchem Spiel? In allen. Also in manchen wäre das vielleicht sogar ganz interessant. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel in LOL, da könntest du dir dann die Rage-Quitter angucken. Die Rager da, die über dich aufregen, dass du AFK bist.
Oder in irgendwie in so einem Shooter, wo du dich dann irgendwo hinlegst und guckst, was alles an dir vorbeirennt in einer Stunde. Und dich nicht bemerkt, oder was dich bemerkt. Also haben sie so viel rausgebrochen, gleich die Killcam, wo er gestorben ist. In der Aufnahme. Geil. Ist doch, also, da gibt's Möglichkeiten. Also oder in StarCraft, wie lange der Gegner braucht, bis er merkt, dass du nichts baust. Bis er merkt, dass er gar nichts tun muss, um zu gewinnen. Ja, dass er nur seine Drohnen schicken muss und mit denen schon gewinnen kann. Also, doch, also das wäre schon fast episch, aber irgendwie auch recht episch. Nicht. Also, ah, hallo. Du bist schon irgendwie so ein Speedhack, oder? Speedrun! Nein! Nein! Nur weil ich dich jetzt überholen wollte. Überholen, da gebaus! Nein! Au! Was? Au! Ich bin gerade Hilfe. Ah, ich muss mich wieder anstrengen. Soll ich dir was sagen? Da geht's, wir kommen hier nicht durch. Fuck. Au! Geldhagel! Was hast du das gemacht, Hacker? Ich hab halt Skill im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich bin Skill! Ich bin der Skill, genau. Schwör! Nee, darauf. Ich schwör nur auf Lauch, tut mir leid. Auf Skill schwör ich nicht. Ja! Ich hab's geschafft! Weil, da bin ich ja der Einzige, der dann da drauf. Ja, geil. Nein! Ich werde nicht hier drin! Der, dann da drauf schwören könnte. Auf Skill. Nee. Nee, eigentlich nicht. Ja, auf Anti-Skill könnte ich schwören. So. Eingeholt. Kennst du Anti-Skill? Was? Kennst du Anti-Skill? Von dem habe ich ganz viel, habe ich gehört. Ja, den benutze ich immer. So, ich hatte einen extra Modus nur für Anti-Skill. Ja. Ja, du mit deiner dummen Cloud in der Bottle, Alter. Nein. Du willst ihn nicht haben. Ja. Guck mal, wie dumm der Zombie ist, der kommt gar nicht darüber. Jetzt rennt er uns nach. Du mit deinem Cheating ranziehen. Psst, lächerlich. Da muss ich ja noch eine Taste drücken, außer A. Jetzt auch noch Leute, die einen denken, Skype schreiben zu dürfen. Ein Stern! Wenn ich dann jetzt nachgucke, dann ist wieder so was ganz Wichtiges wie Hi oder Hallo oder. Aber wenn man nicht nachguckt, dann ist irgendwas Wichtiges, was die ganze Welt retten könnte. Ja, also, du musst kurz deine 251 E-Mails checken, die Welt retten, so. Oder du solltest lieber die Kohlrabi-Suppe essen, die es nicht gibt. Warte, gibt's morgen schlechtes Wetter. Nee, ich lass dich allein zurück. Ja, tu das. Ja, mach schon. Ah, der Dungeon. Dafür ist das Splitscreen jetzt, Mann. Sollen wir mal in den Dungeon gehen? Das ist eine Kiste. Ah ne, im Dungeon waren wir schon auf der letzten Map. Throwing Knife, Schurigen, Heiltränke, Swiftness Potion, Torches. Ich ertrinke. Ist echt nix mehr. Nein! Hilfe, ich will nicht ertrinken. Das bauen wir hier nicht nochmal wieder zu wiederholen, oder? Rette mich! Kann ich nicht. Ich bin kein fähiger Retter. Ich bin nicht ausgebildet dazu. Ja, ich habe keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht in der Schule. Spaß! Tut mir leid. Ich musste in den Tierpark. Das war viel wichtiger. The Throwing Knife, schon gewonnen. Ja. Ich bin weggeworfen, wir haben verloren. Surrender! Ach fuck, ich hab die ganze Zeit dieses dumme Caps an, deswegen hab ich auch alles da groß geschrieben auf dem dummen Schild. Was, FF? Folgefehler? Ey, yo, ich schwör, dass ich nicht da runterspringen wollte und der springt trotzdem. Aber du musst jetzt nicht schon wieder in den Dungeon, weil da waren wir schon im letzten, auf der letzten Welt. Ich glaube, dass du stirbst. Ich sterb nicht da drin. Dann stellen wir nämlich beide elendig. Das können wir dann auf dem Rückweg ja machen, so als. Ja, man stirbt. Aber übrigens, die Skelette folgen dich jetzt nicht mehr, ne? Den anderen. Ist gepatcht worden. Wie? Ja, wenn du jetzt reingehst und das Skelett dich angreift, dann trifft's nur dich und die anderen nicht, die in der Nähe sind.
Achso, was ich mal ganz geil hatte, ich war in so einer Höhle neben dem Dungeon. Und dann kam da plötzlich diese Dinger und haben mich gekillt und dann lagen da irgendwie 4 Gold rum oder so und wir konnten nicht hin, weil diese Teile uns die ganze Zeit umgebracht haben. Das ist richtig nett gewesen. Ah, ich werde verfolgt! Ah, ich muss irgendwas Episches rausholen, so. Ja, doch, das ist schon episch. Ey, wir haben sogar eine größere Wüste als 2 Blöcke. Geil. Das habe ich auch schon mal gebaut. Künstlich. Künstliche Wüste. Bin ich eigentlich immer so schnell? Weil du deine blöde Krabbeln-Hook benutzt. Also, ich cheat nicht gehört, das hast du ja nicht. Ja, nee, aber das mag ich nicht. Ich will, dass der seine Füße selbst benutzt, nicht, dass er fortcheatet. Ja. Ist kein Meteorit gefallen? Normalerweise fällt doch einer, wenn man das erste Ding kaputt macht, oder? Nee, nicht, was, das hat eine gewisse Chance. Es hat so eine Chance, dass es passiert und bei jedem Schild auf du schlägst so 10% oder so, keine Ahnung. Aber bestimmt ist einer gefallen. Nee, keine Ahnung. Nö, jetzt ist einer gefallen. Ach geil, dann dürfen wir nochmal die ganze Welt durchsuchen. Aber wir sind schon bis ungefähr zum Dungeon ist keiner. Wir laufen dann noch einfach wieder zurück am besten. Ja, renn du mal zurück und ich auch hier weiter. Okay, ich will auch noch den Stern einsammeln. Damit ich mir meine 20 Mana holen kann. Wie viel Mana hast du? 0. Oh, ich hab 60. Ja, ich hab's noch gesagt, du hast keine. Ja, inzwischen hab ich 60. Alter! Sterne für den Win, ne? Hey, ich hab jetzt nur 6 Sterne. Psst. Auf in die Weiten des Ozeans. Ich kann schwimmen! Ich kann schwimmen! Ich kann schwimmen! Ja. Okay, jetzt guck ich kurz nach, was da geschrieben wird. Ach, wieder irgendein random Link. Ich kann schwimmen. Das ist keine Kiste mehr, wollte mich verkohlen. Aha. Vielleicht waren wir da schon. Ja, es war gar keine Kiste da, also. Ja, vielleicht haben wir den mitgenommen. Ja, ich weiß, hab ich mir gerade gedacht. Kurz schauen, wer mich angeschrieben hat. Ich weiß nicht. Obwohl, soll ich dich anschreiben? Nee, tust du nicht. Also nicht. Boah, ich kann nur mit einer Hand. Das passiert, wenn man kurz sich auf den Bildschirm schaut. Das hätte ich dir auch sagen können, hättest du mich gefragt. Es war ein Hai. Aber das sind 3 Sterne bei unserem Haus. 4! Brauche ich. Brauchst gar nicht. Klar, ich habe kein Mana. Ich brauche Mana. Ich bin Mana-Man. Mana-Man! Dingelingeling, hier kommt der Mana-Mann. Let's phew. Wie viele Sterne brauchst du denn noch? Für 200 Mana brauche ich glaube ich noch 20. Ne, nicht 20, 200. Ne, gar nicht. Ich brauche. Dann brauche ich 100. Ja. Aber ich habe schon 7, also brauche ich nur noch 93. Ich hab 8. Ja, dann bin ich ja weit weg. Wenn du mir 4 Sterne gibst, kriegst du 0 dazu. Deal. Deal oder no deal? Scheiße. Ich würde so lachen, wenn es auf unserem Haus gelandet wäre, der Meteorit, Alter. Also, wir bleiben uns echt sehr ungünstig, sich hier so durchzumachen. Wo spielen jetzt Leute Portal? Wir stehen jetzt, dass Leute Portal spielen. Ja, Leute, steht doch wirklich da, dass Leute Portal spielen, nicht mehr. Ja, was, wo steht das bitte? Ja, Steam sagt mir gerade, spielt Portal Prelude! Wenn irgendwie ferner Wagen ist, in der Aufnahme einfach Portal zu spielen. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Ich auch nicht. Ich denke mal, dass sie das wieder deinstallieren sollen. Ich habe noch ganz viel Leben. Jetzt habe ich wieder wärmiger, wollte ich jetzt sagen, aber... Ja, noch wärmeres Leben, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Puh, ich sterbe! Ah! Ich hack mich hier durch. Komm mal hier runter, das ist ganz sicher, habe ich gehört. Hab ich Leute anschreien. Ah ja, ich hab ja... Au. Ein Stern. Ich baue mich hier drin jetzt ein Haus. Fuck you! Hast du es gefunden? Ja, ich hab's gefunden.
Wo ist es denn? Weiß ich nicht. Ich bin ja nicht gesprungen. Ehrlich.